Guten Morgen. Ist das ein Theater wieder am Morgen? Und ein Luke hat einen Arztkoffer gebastelt, aber ist nicht fertig. Der ist nicht fertig. Weil wir haben so ein Video geguckt, wo man so etwas basteln kann aus Papier. Oh, gut gemacht. Und sogar noch eine Figur. Das sind zwei Figuren, sogar noch ein Buch. Und da kann man selber auch noch einhisten. Und der Arztkoffer, ja, sieht schick aus. Ja. Sieht schick aus. Guten Morgen. Okay, liebe Leute, willkommen auf der Baustelle. Was soll ich sagen? Endlich geht es jetzt hier weiter. Wir haben gestern schon mal die ganzen Kabel hier ausgerupft. Die müssen dann noch getrennt werden und zurückgezogen werden. Dann werden die Wände hier, also alles, was jetzt hier weg kann, so was hier, eigentlich alles weg. Ja. Also wie gesagt, hier wird jetzt das Zimmer endlich in Angriff genommen und es wird erstmal alles abgerissen, dann alles die Wände gerade gemacht, glatt gespachtelt und die Decke glatt gespachtelt. Danach kümmere ich mich um die gesamte elektrische Installation. Ja, da werden sich jetzt einige vielleicht wundern, wieso spachtelt der erst alles glatt und macht dann die elektrische Installation. Es ist ganz einfach. Dieser gesamte Raum wird auf alt gemacht, auf 1920 ungefähr. Also sprich, die Elektrik wird auf Putz verlegt. Auf Putz, so ist es jetzt mein Plan. Ob ich das am Ende umsetze, weil das ist wahnsinnig teuer auch. Dieses ganze Schalterprogramm und so, das ist so Standard 1920, 1930. Also der Standard ist natürlich von heute, aber der Style, also die Optik und so, das ist genauso wie die damaligen Aufputzschalter. Das sieht richtig gut aus. Und man kann diese Leitung, diese elektrischen Leitungen, wunderbar verkleiden, indem man die durch Kupferrohre zieht. Ja, das werde ich halt machen. Also das ist nichts anderes ist es. Das Gute an der Konstruktionsweise ist, man kommt natürlich jederzeit wieder an diese elektrischen Sachen ran. Also an die elektrischen Leitungen. Das Idiotische ist, da muss man eigentlich nie wieder ran. Aber ist egal, also man könnte. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, wenn du hier so eine Leitung hast. Ja, müssen wir mal schauen. Da muss ich mir jetzt noch einen Plan machen, wie genau ich das mache. Wie genau ich das verlege. Was genau wohin kommt, für welchen Raum. Weil jetzt sind ja hier doch zwei in einem. Zwei Räume in einem Raum. Nämlich das hier. Muss nach wie vor das Badezimmer sein. Die Badekammer, vielmehr gesagt. Also da ist wirklich nicht viel Platz, aber das wird natürlich anders abgesichert. Ja, schauen wir mal. Ich überlege mir was. Ich wollte nur mal ganz kurz berichten, so wie ich das jetzt sehe, so wie jetzt der Plan ist, wie ich mir gestern noch ausgedacht habe, bis tief in die Nacht hinein habe ich gegrübelt, wie mache ich das. Ich könnte das natürlich alles einschlitzen, so wie hier, aber das ist so wenig Material. Und naja, so doll, müssen wir noch Dosen setzen. Da habe ich aber Angst, wenn ich das einschlitze und die Dosen hier einbohre, dass drüben von der Wand wieder was abfällt. Und das möchte ich nicht, deswegen setze ich das alles auf Putz. Fertig. Ist ja auch simpel gemacht und das ist ein sehr schönes Schalterprogramm. Das gleiche, was wir denn drüben haben, nur eben auf Putz. Also das ist wirklich toll. Sieht gut aus. Kostet ganz schön viel Geld, weil die Schalter kosten viel Geld sowieso. Und die Kupferrohre kosten natürlich auch ein bisschen Geld. Aber das kriegen wir hin. Das ist kein Ding. Ein paar Winkelstücken und so, ein paar schöne Schellen. Das sieht dann auch wirklich gut aus. Das ist das Entscheidende. Das sieht ganz klassisch aus. Geht nicht viel. Also zum Flur hin kannst du ja nicht mehr. Hier kannst du auch nichts einsetzen, weil dahinter ist der Hausflur. Und das ist meines Erachtens ist das nur eine Einsteinwand hier, die hier hochgezogen wurde. Ja, meine Fahrzeuge, da
Wenn ich jetzt hier bohre, ein fettes Loch bohre, dann komme ich drüben im Hausflur raus. Dann ist alles bemalt und vertiefelt. Das möchte ich nicht. Deswegen, wie gesagt, das wird hier alles richtig schön gemacht. Kriegen wir hin. Also ich würde sagen, wir fangen an mit Spachteln von der Wand, dieser Wand und der Decke. Mal gucken, wie weit wir heute kommen, was wir heute so schaffen. Wir alle haben die letzte Heimwohnung. Nein, du weißt doch, wo die Wohnung wird, die kleine. Was ist denn mit der? Und der wurde noch nicht umgebaut. Die Wohnung habe ich ganz vergessen. Hm? Wie viele Steckdosen hier? Hier? Auf der Seite. Ja, dann wollen wir mal schauen, was du hier Leckeres vorbereitet hast. Hm. Ist ja Samstag. Ist ja was Besonderes. Wird nur Hass versprüht. Hier sitzen wir zusammen. Hier wird Hass versprüht. Hass, das neue Pestizid. For men or women. Kevin Klein. Oh, sie spritzt gerade ihren Hass rein. Du musst aufpassen. Nein. Nur eine halbe Stunde um so einen scheiß Plan. Ah ja, weil das Zimmer steht ja noch. Ich weiß noch nicht hin. Tja, liebe Leute, jetzt geht's weiter drüben im Büro. Habt ihr ja gesehen, der Stand X. Jetzt habe ich ein bisschen Müll rausgebracht, den ganzen Schutt so ein bisschen beiseite geräumt. Und jetzt schauen wir mal, wie das heute Abend einfach aussieht. Jetzt seht ihr dann in der nächsten Folge, jetzt wird erstmal hier ein bisschen geschnitten. Ich zeige unendlich viel Material zusammen. Das muss ich jetzt mal schneiden. Hallo, alle können ich putzen, Darin. Ich gebe dir die Sachen, die putzen. Obwohl wir eine Spülmaschine machen. Aber uns macht es Spaß, selber zu putzen. Und dann hat so ganz viel sauber gemacht. Nur diese Schüsseln. Ja, ich dachte gar nicht, dass das auf den Topf ist. Aber weil den Topf musste man. Und wir putzen den ganz fleißig. Und den lieben Topf putzen wir nicht. Den nicht? Nein, der ist zu groß. Oder doch, den putzen wir. Kannst du ja den kleinen Topf putzen. Und wir haben zwei weitere Teller dabei. Und dann gibt es Würstgarten und Würst und Würst und Würst. Die Gabe kann man als nächstes haben. Und jetzt kommt noch ein bisschen Öl rein. Ich weiß nicht mal, wie das Öl ist. Dann machst du weiter hier, Anu. Und die Blume nehme ich mit ins Bauhaus. Na yay? Was yay, Papa. Nur ein Sack. Rotbart. Papa, wie geht das denn? Papa, ich bin mehr Kammer. Vermeolade, Papa. Vermeolade. Papa, ich will Vermeolade. Papa, Vermeolade. Du hast schon eins bekommen gerade. Will noch haben. Oh Mann. Wo denn? Ja, oben, wenn wir das haben. Mark. Ein. Oh Mann. Papa? Hallo. Fenster aufhaben. Genau, und jetzt gehen wir rein. Ja, und hier ist auch gleich die Bowlingbahn. Genau, hier wollen wir auch bowlen. Ist jetzt ein Einkaufswagen? Einkaufen.
Jawohl. Der letzte Einkaufswagen. Scheint voll zu sein heute. Möchtest du rein? Yay. Hä? Ich nehme lieber eine. Wir brauchen nur Rotwein. Zwei Sack oder so. Dann nehme lieber zwei Sack. Ich nehme zwei? Okay, dann komm mal raus. Das hier? Von dem genau. Fertig. Tschüssi. Wir gehen jetzt wieder zur Kasse. Bezahlen wir so, ne? Ja. Hallo. Wir gehen jetzt wieder nach Hause. So, schauen wir mal. Mann, ist das ein Stress hier? Hier ist richtig voll, ne? Ja. Wahnsinn, wie viele Leute hier sind. Ich glaube, ja, sie brauchen alle etwas. Ja, wahrscheinlich brauchen sie alle etwas. Das ist eine Katastrophe. So viele Menschen hier. Ja, der ist ganz schön schlimm. Und wir gehen jetzt nach Hause. Genau. Und dann endlich mal. Ich kann sozusagen die Kaffeekörner mit denen abwaschen. Weil es hat mir geholfen, die Sachen abzuwaschen. Aber ja. Nicht so richtig, ich habe hier die Sachen gegeben. Ah, hast du gut gemacht. Und jetzt gehen wir nach Hause. Gott, der ganz so viele Leute. Ja, das kann ich auch schneiden. Das blende ich aus. Jetzt lade ich erstmal die Sackware aus. Und dann schauen wir weiter. Kennst du schon unseren neuen Nachbarn? Bitte. Die U-Bahn auf Torstraße. Sehr gut. Alles klar. Hältst du die? Oh Gott. Kannst du mal durchgucken? Die war ja so weiß. Ich hab auch gesehen, wo das Auto gesehen. Und jetzt gehen wir erst mal wieder. Immer weitermachen hier. So sieht Papas Keller aus. Und das hier ist das Weiße. Wow. Oh. Und das hier ist das Portugal. Und das ist da. Und jetzt nicht meine zweite Decke. Sondern wo ist das Nüppel, der an der Decke hängt. Und da muss ich näher an der Decke hin. Finde ich sehr cool. Dann kommen wir gut gerne weg. Und hier ist noch so ein geheimes Fenster. Und noch Gemälde sind. Ja, es ist dort ein Gemälde, dort ein Gemälde und dort ein Gemälde. Also zwei Gemälde mit der Sonne. Das hier. Ja, und es geht weiter. Papa führt gerade Zeit Wasser. Das dauert für mich zu lange. Und
Wie weit ist das mit dem Wasser? Euer Dorf ist das Wasser. So. Ich gehe lieber nach Hause. Ich weiß schon, was das so passiert wird. Deswegen habe ich kurz meine Finger vorgetan, wenn ihr sehen könnt. So sieht es so und so aus. Aber die können nach Hause. Das hier das ist unser Lastwagen. Und das ist unser lange Sache. Ich kann mal wieder zeigen. Runter oder so. Papa, der ist drüben in der anderen Wohnung. Tschüss. Ich bin nur mit der Nase gegangen. Wir gehen raus! Okay. Ich habe Öster versucht, aber es geht nicht. Ich muss erstmal einweichen, dann habe ich das. Dann habe ich den noch gemacht. Und oh, den hast du gemacht? Ja. Wow. Das sind bloß ein paar. Also es sind keine Flecke, sondern. Ja. Na, das muss noch weichen. Das wird noch ein bisschen geweichen. Ja. Muss noch ein bisschen weichen. Super, fleißig bist du. Toll gemacht.